Ja, komm, Leute. Einer geht noch. Ich habe euch gesagt, wir machen noch mal ein Spiel 0. Gib ihm. Wir nehmen jetzt... Ich bin großer Fan davon, aber... Wir fangen mit Holz an. Wir geben volle Holzpower. Okay, Stein hier. Goldmine da. Stein da. Holzfäller. Sägewerk. Taverne. Taverne. Okay. Stein hier. Holz hier. Haus hier. Upgrade da. Zwei Steine da. Wir starten mit, keine Ahnung, Glaube. Drei Bretter brauchen wir. Ich glaube, dass der Mönch wirklich einfach der Call ist. Ein Glaube ist halt nichts, ne? Geht da wieder rein. Nee. Er hat hier erstmal die kleinen Wege. Ein Glaube. Alter, wie lange brauche ich denn da? Aber ich glaube, wenn ich die Kirche repariere, dass der relativ viel schnell zusammenkriege. So, jetzt die Frage. Gehe ich direkt auf die Sägemühle, um auf die Bretter zu kommen? Der Call ist, glaube ich, ja. Fühle ich. Und dann hole ich mir für 4 Steine als erstes den. Update ist Update. Erster Tag. Ich bin großer Fan von ihr, auch wenn der Bogenschütze nice ist, aber... Wir haben die Mühle. Wir versuchen auf jeden Fall diesmal eher auf Glaube zu gehen. Boah, Dino ist halt wirklich grundsolider Call. Ich mag den Dino sehr. Aber hatten wir eben. Guck mal, die habe ich noch niemals zweimal gelevelt. Den schon. Gut, fand ich nicht so nice. Aber will ich das wirklich wissen? Jo, vielen Dank für den Luck. Den habe ich schon. Werwolf habe ich auch noch nie gelevelt. Also ja, habe ich von der Dings, aber noch nie Geld reingesteckt. Ah, fuck, komm, wir nehmen mal den Werwolf. So. Habe ich irgendwie Form von Updates? Ne, habe ich nicht. So, ich brauche Brettchen. Ein Brett. So, danach kann er raus, das sind 3 Bretter. Der Rest muss dann ja gleich wieder in Dings gehen. 3 Bretter fangen wir dann direkt an. Je nachdem, wie schnell wer ist, schauen wir mal. Dritte Brett, hallo. Stein ist nett, aber Bretter, hallo. Hallo, dritte Brett. Pony. Hallo? Danke. So, dafür gibt es 100. Das sind 25, das ist halt einfach insane, okay. 8 Stein. Ja, komm, Lager. Hätte ich vielleicht auch in den Ding stecken können, aber... Das in Kombination mit dem Bergarbeiter ist natürlich nicht bad. Wenn genug blutet, geht der Bergarbeiter natürlich auch richtig steil, ne? So, jetzt müssen wir ein bisschen Party-Leute zusammenkriegen. Hier gibt's keine Updates. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich den Glaube zusammenbekommen soll.
Eigentlich will ich jetzt erst den Mönch. 2. Brauchst du einen Insta-Star? Dankeschön. Ich verstehe nur Bahnhof. Brauchst du ein so neues Super Mario Level? Ne, nicht ganz. Das hier ist Super Fantasy Kingdom. Schönes, kleines Minigame. Von einem Indie-Entwickler aus Hannover. Und der hat jetzt gerade wieder Updates geschoben. Und er hat jetzt erstmal das Glaubenssystem geändert. Davor, also er hat Glaubenssystem eingeführt. Und es dann nochmal geändert. Und da versuche ich jetzt gerade durchzublicken, was ich am besten mitmachen kann. Weil das, was bisher in den Demos war, hat sich halt komplett geändert. Und das ist schon... ist schon ein Call. So, jetzt lautet die Frage, was mache ich mit den 10 Steinen? Gehe ich auf Gold? Schiebe ich das erste Update durch? Verbessere ich die grundlegenden Einheiten und Mauern? Bin schon großer Fan davon, das zu erhöhen auf 1,4. Ja. Fangen wir damit an. Macht schon was aus. Vorhin habe ich immer noch nicht den Bogenschützen, ne? Den ich mir jetzt eigentlich so langsam auch mal dazu holen sollte. Was hast du denn mal? Plus for every eject unit. Hat er plus 4. Aber der hier gibt mir... Boah, also scheiß drauf, plus 10 für das. Du hast gar keinen Bonus und du taunst alles Radio. Das ist okay, damit leben wir. Ist okay, damit gehen wir rein. Die Bonusse sind verteilt. Plus 40 wären schön gewesen, aber wie wär's mal mit einem Q3-UT-Stream? Okay, jemand, der mich kennt von ganz früher. Auch interessant. Insta. Bist du Hamster? Bist du das? Nein. D-Max auch nicht? D-Max? Jungle? Tobi? Ich habe mich vor langer Zeit vorgestellt. Boah, das war lange her sein. Also ich habe schon. Ich weiß nur, dass es umproggen auf Unreal Engine. Nämlich Junior. Junior? Junior? Junior. Jetzt wird es schwierig für mich. Junior. 5 Stein. Verbessern wir das hier nochmal. Ja, Junior. Keine Ahnung gerade. Das ist echt lang her. Ah, wirst du mich gerade einmal abholen müssen. So, komm. Ich brauche Baumstämme, Jungs. Eigentlich brauche ich noch 3 Bretter für den Fischer, aber ich brauche jetzt erstmal Häuser. Ich brauche 16 Häuser. Ich brauche 16 schon dafür. Oh, fuck. Guck mal, da kommt jetzt... Guck dir mal an, wie langsam Glaube zusammenkommt. Japanese Musik. Ja, keine Ahnung. Rolf, lol. Ich wusste gar nicht, dass du Urban Terror mal gespielt hast. Oder hast du die Videos damals von mir gesehen? Das wäre jetzt tatsächlich mal interessant zu wissen. Gerade so mit Urban Terror kenne ich niemanden, der Junior heißt. Da war ich gerade etwas verwirrt, ey. Hast du es übrigens in die Live-Aufnahme geschafft? Auf YouTube. Da bist du jetzt gerade verewigt. Aber keine Sorge. Damit kann niemand was anfangen. Ach, der Wolf ist schon nice. Zumindest vom Damage her. So, Tag 5. Kann ich nichts mehr anfangen? Nein, danke. Irgendwelche schicken Updates? Auch nicht. So. Eigentlich brauche ich noch einen Worker. Aber ich... Worker, um dann Bretter reinzulegen... Okay, auch nicht schlecht. Ja, aber schön, dass du reinschaust. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. So,
wir holen hier noch ein Haus, weil ich muss meine Leute hier zusammenkriegen. Jetzt schmeiße ich den noch an. Und wir versuchen das Holz noch umzuwandeln. Und danach gehen wir Zähne. Wir verbessern gerade die Mauer, damit meine Leute auch mehr Leben und Co. haben. Ach, das wird ein Spaß. Bin mit dem... Guck mal, ich habe die 100 Faith noch nicht zusammen. Ist es sinnvoller, den König erstmal den Boost zu geben? Ist es sinnvoller, dem König erst den Boost zu geben? I don't know. Immerhin schön, dass ich jetzt die Updates kriege, aber ich habe hier noch nicht richtig das Gefühl raus, was die sinnvolle Handhabung wäre. Hier wäre nice, wenn ich das hätte. Boah, hier nochmal ein Gremlin oder die Elfe, ne? Das wird echt was ausmachen. Ein Korn nehme ich. 63. König, hol Face. Brauche Glauben. Genau. Geht von Haus zu Haus und möge man mir Glauben bringen. Auch wenn das... Auch wenn er 20% schneller läuft, brauche ich ewig, bis ich 100 Glaube wieder zusammen habe. Und das kann ja auch irgendwie nicht angehen. 4 Stein. So, das müsste jetzt erstmal kurz reichen. Ich habe das Maximum an Leuten jetzt gerade zusammen. Und damit der möglichst halt erstmal rumläuft und nur Glauben kassiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er in Häuser und Kirche geht, jetzt gerade höher ist als jedes andere Gebäude. Aber ich muss jetzt gleich auf die anderen Gebäude gehen. Das stört mich ein bisschen. Und ich habe nicht viel zusammen, ne? Da muss gleich einer rein. Und guck mal hier. Ich muss mal schauen. Auch ganz cool, dass er sich in Wolf verwandelt. Schwupp. Haben sie gut gemacht. Ja. Oh, lol. Aber dann hat er mit ihm einmal ganz frech den Platz getauscht. Ja. Egal, aber ey, es ist null und ich muss darauf achten. Das ist unglaublich. Ich habe das immer noch nicht zusammen. Es ist die Hälfte der Zeit um und ich habe den Kram nicht zusammen. Ist vielleicht doch sinnvoll, den König erst auf Speed zu schicken. Oh, nice. Update Boy. Update Boy, was haben wir denn schönes im Angebot? Magische Verteilung. Ja, wir haben oder nicht haben. So, ist heute Tag der Tage? Kann ich sowieso nicht holen. Okay. Das heißt, ich habe... das sowieso zusammen. Hier kommt auch einer rein. Den kann ich gerade einmal lassen. Will ich die Schmelze schon mit haben? Eigentlich will ich das Gold gerade erst haben. So. Der König könnte jetzt immer schön genau 3 Glauben abgreifen. Dann ist er ein bisschen fixer. Gehen wir von Haus zu Haus. Immer noch mal 3. Hier gibt es ein bisschen Geld. Jetzt noch mal ins Haus wäre schön, aber ich glaube, den Gefallen tut er mir nicht. Ja, ich möchte, glaube ich, den Werwolf upgraden. So. Der kriegt jetzt gerade für 8 Holz noch mal ein gutes Update nachgeschoben. Okay. Ich glaube, dass die gute Wahl ist, ihn hier vorne hinzustellen, weil der halt immer mit Bleed Damage da drauf geht. Und in einem relativ großen Bereich... Ja, das ist eine gute Wahl. Das ist dann Early Down. Early Down ist nämlich gut für mich. Dann kann ich nämlich nur mit gleich den anderen noch rufen. So, was haben wir denn im Angebot? Aufreißen. Blut reduziert auch die Bewegungsgeschwindigkeit. 20% ist richtig gut. Plus Durchbohren ist natürlich auch nice. Aber ich habe relativ Blut natürlich dabei. Dementsprechend nehme ich tatsächlich Aufreißen. Und stell das nach vorne. Und sage, yo, hol mir den auch nochmal mit.
Genau, hat er nochmal gratis einen wegkassiert. So. Und jetzt macht er den sogar noch langsamer. Habe ich die an dem Tag nämlich auch weg. Sehr schön. 12, 14. Da kommt das Gold. Was brauche ich für meine Schmelzhütte? 9 Stein. Brauche so mehr Stein. Bin ich schon ausgeschöpft. Für 5 habe ich noch nichts zusammen. Ja. Aber okay, ich krieg gleich meinen nächsten Tag, dürfte ich das erste Korn kriegen. Da kriege ich noch einen Transporteur dazu. Das macht auf jeden Fall noch was aus. 99, glaube ich. Ich brauche die 100. Aber die habe ich nächsten Tag zusammen. Okay, Tag 8 und 100 glauben. Teuer. Teuer. Komm, gib mir die 100. Ah, also. Ein Priester? Also wenn ich jetzt 2 Leute habe, die Face einsammeln, dann müsste ich ja jetzt laufen, als gäbe es keinen Morgen. 16. 16, 16, 16, 16. 16, 16, Update, ja. Gib ihm. Mir egal. Ja, brauche ich. Ich brauche Stein. Dafür brauche ich das Update. Zack. Und 2 drin, okay. Hier sind das. Dann kommt die Schmelze als nächstes. Ich habe noch keine Updates gezogen. Das 5. Korn kommt. Eigentlich sollte das 5. Korn kommen. Kommt doch noch nicht. Ist es immer noch broken? Nee, oder? Braucht vielleicht doch noch einen Tag. Okay. 9 Stein. Oh, der Stein hier. Haut rein. Ich fühle nicht, dass die Beschäftigung vorhanden ist. Und ich krieg noch einen Nachtangriff. Also das kann tatsächlich noch interessant werden. Obwohl... Oh. Taunt. Sehr schön. Ja, man sieht das halt, dass er, wenn er das erste Update nicht hat, hier ist natürlich Bluten richtig nice. Weil es sie verlangsamt und dann kann ich da auch in Ruhe reinbrettern. Ah, ja, nice. Okay, habe ich hier irgendwas verpennt? Nee. So, guck mal, 25 haben wir jetzt hier zusammen. Für 25 kriege ich hier den Laufburschen. Auf jeden Fall ein bisschen schneller, das am nächsten Tag. Jetzt kriege ich nämlich nochmal die 25, die er an dem Tag geschafft hat von dem Priester. Plus, dass mein König auch ein bisschen schneller ist. Tag 9. Kann ich sowieso nichts machen. Gratis-Update. Nehme ich immer den guten Update-Boy. Ein Schild. Immer her damit. Noch mehr Schild für Schild-Boys. So. Brauche immer noch das Stein, Leute. Und wo ist mein Korn? Da oben. Danke, weil ich brauche noch einen Pony. Sonst kriege ich die Krise. Ich brauche eine Schmelzhütte. Komm. Immerhin, machst du jetzt hier schnell das Stein? Danke. Zack, Schmelzhütte, einer rein. Und da habe ich das Korn. Stall, noch ein Esel. So, jetzt hier, Party. So, was brauche ich denn noch? Ich kriege noch einen Jäger zusammen. Einen Jäger dürfte ich noch hinkriegen, sind 3 Bretter. Fühle ich. Da ist einer drin, hier wird durchgeschmolzen, damit wir da auch mal die Update kriegen. Und guck mal. Jo. Und jetzt könnte ich wahrscheinlich noch den Stein nehmen. Wäre der Stein sinnvoll? Guck mal, 20 habe ich da schon zusammen. Eigentlich möchte ich den... Dafür, der ist offen. Stein kommt einer. Lebensmittel sehe ich noch nicht ein, dass ich noch jemanden nur schicke. 2. So. Decrease to 1,75.
Ich mache jetzt 25 am Tag. Frage, reicht mir das? Reichen mir 25? 4, 4, 4. Boah, so richtig geil fühlt sich das nicht an. Also, ja, jetzt kommt der Glaube mehr in Fahrt, was dann auch für mich Sinn macht, dass ich jetzt da so Held-Upgrade und... Ich glaube mehr als das nächste Held-Upgrade kriege ich gar nicht zusammen, aber hey, ich kriege es wenigstens zusammen. So, da wird geschmolzen. 5 Bretter habe ich zusammen, was bedeutet, ich könnte mir jetzt die Belagerungskaserne anlachen. Habe ich zusammen? Und naja, hier wollten wir eigentlich noch einen Jäger. Das heißt, 3 Bretter brauchen wir. 3 Bretter haben wir. Und die 9 Steine sind halt das Schwierige. Hier habe ich ein Update drauf. Okay, also sind wir beim Umwandeln. Bewegungsschrein fühle ich nicht. 44 dafür. Ich brauche definitiv das Held-Update. Was, ne? Ich finde, es ist, und es ist 0, ne? Es ist nicht 1 oder 2, es ist 0. Ich bin erstaunt. Hier brauche ich nur noch einen. Ich habe genug. Habe ich zusammen. Ha. Mal, wie viel hier trotzdem noch durchkommt. Ich finde das richtig krank. 5. Hier wird geschmolzen. Ich nehme definitiv eine Ballista mit. Für den nächsten Tag. So, 3 habe ich. Hier sind 5 Schmolzer. Den nehme ich raus. Habe ich nämlich die 5. Wie viel braucht er? Ich glaube 6, aber das sehe ich ja gleich. Lassen wir mal kurz laufen. Jäger ist noch nicht dabei. Wäre schön, wenn er gleich dabei wäre. Steintechnisch bin ich aber gerade nicht so weit. Jetzt schauen wir mal gerade. 3. Ich glaube, er braucht 6 jetzt, ne? Ja, einmal muss ich noch anschmerzen. So, ein Glaube. 52. 50, so. Und ich brauche eine Small Area. Ich brauche noch zusätzlich Angriff. Und ich das sonst mit dem Held ohne Probleme 2 Updates zusammengekriegt. Wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das zusammenkriegen sollte. Bin ich ehrlich. Stehe ich gerade und sag so, keine Ahnung. So, ich brauche hier kein Holz. Seh zu. Fünf. Das ist das 6. Stück. So, jetzt bin ich mal gespannt. Auf 1,75 und was hast du jetzt? Auf 1,5. Lustig wäre auch hier, dass man hier tatsächlich noch mit Korn was machen könnte und Bretter, dass ich mehr Platz auf dem Schlachtfeld habe, um mir noch Units zu holen. Wäre noch eine Möglichkeit. Ist den Held da oben drüber, obwohl eigentlich, wenn wir den ja hier dazwischen stehen haben, dann könnte ich den aber nach links stellen. Da. Ja, vielleicht doch noch mit dem Mönch. Will ich mir den Mönch noch holen? Weiß ich nicht. Was habe ich denn noch? Habe ich Korn? Korn habe ich nicht angeholt. Ich habe Fleisch. Ich könnte Stein holen. Stein bin ich schon die ganze Zeit auf der harten Suche. Aber brauche ich noch Stein? Korn mit dem Mönchen zusammen. Und Bretter. Oh, why not? 8. Das kostet ja Spaß. 4 und... Upgrade 3, 2 Bretter habe ich. Jetzt habe ich hier oben noch mehr Platz. Genau, jetzt habe ich mehr Platz. Jetzt kann ich mir hier den Mönch noch leisten für 4. Jetzt kommt der Junge dahin. Nehmen wir mal, der kommt dahin. Ich
Eject Units. Ja, wer von euch ist Eject jetzt? Every Eject Unit, so. Der müsste dann ja jetzt rein technisch. 44, okay. 40. Zicker Schild. Eject Units. Der müsste ja jetzt hier alles heilen. Der müsste ja jetzt Stein gehen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hier brauche ich übrigens niemanden mehr. Der hat Above. Der tut alle Eject Units. Heißt, müsste alle, die da sind, heilen. Nice. Okay. Cool. Kriegen wir hin. So, hier kriege ich jetzt noch einen Jäger. Gratulation. Wenn da nichts zu tun ist, holt mir Fleisch ran. Habe ich hier übrigens noch irgendeinen Bonuskram? Herausforderung tagsüber. Ach, Sekunde zu spät. Okay. 16 Holz, ne? Kann ich nichts mehr anfangen. So, aber das sind jetzt ja ein paar Einheiten mehr. Tag 12. Ich muss mal schauen, was ich noch so Schönes zusammenkriege. Rum 55. Wir haben 22 Glaube. Was, wie wir schon wissen, nicht viel ist. So, hier kommen jetzt Nahrungsmittel. Lasse laufen. Oh, guck mal, da können wir noch richtig Gold rankarren. Sorry, excuse me, Sir, da gehen zwei rein. Ich habe mehr als genug Holz. Ah, ich brauche noch ein Brett. Ein Brett zu wenig, Leute. Jetzt habe ich gleich wahrscheinlich das Gold eher noch zusammen als alles andere. Da ist das eine Brett, was ich brauche. Danke. So, jetzt habe ich 5 Bretter, aber immer noch kein Gold. Jetzt habe ich das Gold. Danke, jetzt gibt es noch die Ballista. So, und jetzt müsste ich eigentlich das hier ohne Probleme durchschieben können. Jetzt ist auch die Frage, was mache ich mit dem anderen Gold, was ich hier noch raushole. Erschließe ich noch die Goldmine? Fühle ich nicht. Stein? Ich glaube nicht, dass der was groß tötet. Ah, tatsächlich ein bisschen was, okay. Also das Level 0... Es ist natürlich, also hier ist natürlich super strong, ne? Für Every Eject 44. Kriegt er mal 44, kriegt er hier noch mehr? Ne, oder? 48. Ich muss mal gleich schauen, ob der da oben auch heilt. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. So, hier gibt es jetzt ein bisschen gute Nahrung. Also wir waren ein bisschen jagen. Jetzt schauen wir mal, ob wir mal ein Herzchen dabei haben. Fisch. Wolf. Bär. Fisch. Okay, naja, alle immer ein Zweier, aber... Könnte hier auch mal was Schönes dabei sein. So, Tag 13. Jetzt bin ich mal gespannt. Tut der die heilen? Ah, Herausforderung. Klar, nehmen wir auch noch mit. Okay, der tut die heilen. Ist natürlich dafür vorne, aber der Junge macht halt 48 Damage. Was schon betrachtlich ist. So, hiermit könnte ich jetzt für 5 das Lager aufbauen. Und alles, was ich habe, hier noch rein. Ah, why not? Schmelzen wir. Gib ihm. Die Mine könnte ich aufmachen. Goldklumpen sehe ich keine mehr, daher, yo, mache ich die Mine wohl gleich auf. Können sie das Holz rankarren? Für 5, schade, ich hätte auch für 5 hier gerne aufgebaut. Ist da noch einer? Ich sehe niemanden Goldklumpen. Fehlt mir genau einer? Nein, oder? Das ist ein neuer Tag, oder? Okay, schauen wir mal. Hier wird Nacht, das wird jetzt lustig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das so aushält. Wir haben übrigens 70, ne? 150. Für 125 das. 75.
Taubenface, ey. Und wie soll das denn auf den höheren Schwierigkeitsstufen erst passen? Okay, da hat der Junge aber mal richtig gerade durchgezogen. Dann nehme ich den Bonus mal mit. Nice. 4 Steine, gib ihm. Plus ein Tor für Einheit kann ich da oben sogar noch draufsetzen. Aber für 16 kann ich den gleich auch noch mal upgraden. 4 Gratis-Steine sein ihn, nein. Hm, interessant. Ein Herzchen? Fleisch? Oh, da war ein Herzchen, okay. 2, 2. Naja, gut, aber hey. Mönch mal 3, nachgezogen, ist okay. Der hat auch gerade eben fleißig gekillt, ne? Wollen wir mal nicht meckern. Oh, ein gratis. Oh, nice! Gratis Gold, genau das, was ich brauche, das gratis. So, für 5. Dann machen wir das Lager auf. Zack, mache ich das Lager auf. Da kann das ganze Holz nämlich reintransportiert werden. So, Jungs. Will ich hier aber sehen, wie ihr Holz schleppt, als gäbe es kein Morgen. Guck, da ist er schon. Der kleine Saftsack. Okay, was haben wir? Erstmal direkt ins Gesicht facen. 75. Ich könnte maximal das jetzt holen. Mehr werde ich nicht zusammenkriegen. 100 sehe ich noch, aber die Königbesuch für 1,5. Na, hau rein. Also ich habe jetzt tatsächlich Heilung, was ja ganz nice ist. Was mein Hero ganz gut tut. Auch wenn er gerade kassiert, als gäbe es keinen Morgen. Oder fehlen mir Steine. Steine, Gold, alles. Komm, 30. So, pass mal auf. Warum nicht? Ich hab 16 Stein. Ich kann während des Kampfs nicht updaten? Was soll die Scheiße denn? Hä? Zack, zack, zack. Oh, natürlich nice. Auch gegen Verspotten. Oh, das war sweet. Okay, pass mal auf. Hop. Juhu. Und jetzt ihn hier für 16. Warum kann ich ihn nicht upgraden? I don't get it. Ich habe 16 Stein. Das verstehe ich nicht. Hä? Interesting. Ist ein Stein da irgendwo verbuggt? Geologen, Alter, die Runs waren auch... Guck mal, ich sitze hier bei Economic mit Baseline, ich setze alles nach vorne hin und kriege das nicht durch. Aber hey, 400 Ocken, 93 Ruhm. Ist auf jeden Fall für einen Level 0 Run schon nice. Tja, da bin ich mal gespannt, wie ich jetzt am besten Schwierigkeit 3 hinkriege. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.